Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Hearts. Und wir sind kurz vor dem Ende. Wir sind hier gerade im Weltenkarzer am Ende der Welt. Sehen hier gerade den 100 Morgenwald vor uns. Das sind übrigens, ja, die verlorenen Seiten, die wir eingesammelt haben, beinhalten praktisch Abenteuer im 100 Morgenwald. Muss nicht unbedingt sein, aber wer weiß, vielleicht mache ich es noch irgendwann als Bonus dazu. Jetzt aber erstmal an Sam dran. Und dort, in dieser Flammensäule, wird, glaube ich, ein etwas größerer Boss auf uns warten. Einen, den wir schon ein- oder zweimal gesehen haben sogar. Tja, oder auch nicht. Es sind nochmal solche Typen. Gut. Okay. Scheint Ansems Forschungsstätte zu sein. Oh, ihr herzlosen Kinder der Dunkelheit, die euch gebar. Die Welten sollt ihr mit eurer tiefen Schwärze überziehen. Erscheinen soll es. Das Herz der wahren Welt. Vereinen sollt ihr alle Herzen. Ein Herz, alle Herzen. Alle Herzen, ein Herz. Kingdom Hearts, das Königreich der Herzen. Das Herz aller Herzen. Die Geburtsstätte des Dunkeln. Die Dunkelheit ruft euch, ihr Kinder der Schatten. Ersticken soll das Licht an euch. Doch nur für reine Herzen öffnet sich die Pforte des Königreichs. 7 solcher vom Dunkeln unberührter Herzen, 7 Schlüssellöcher und 2 Schlüssel öffnen jene Pforten in die Dunkelheit. Die Pforten, die dem Licht Einhalt gebieten, dem lichten Herz bleiben sie auf ewig verschlossen, dem dunklen Herz sei die Heimkehr erlaubt. O ihr Kinder der Dunkelheit, bis die Zeit gekommen ist, seid gierig auf jedes Herz, das ihr findet. Das waren wohl Ansems Worte an die Herzlosen. Nicht schlecht. Noch irgendwas? Nee. Elixier, okay. Donald! Da mal kurz am Abknippeln. Ein Portalloch könnte man meinen, aber das ist es nicht. Gut. Das Zeichen der Herzlosen. Wir müssen durch denselben Ausgang wieder raus. Okay. Dann wären wir nun also. Ich hoffe mal, dass das jetzt der richtige Weg ist, aber ich denke mal schon. Auf geht's. Verflucht. Okay, den haben wir doch noch nicht gesehen, aber... Wow. Aber der ist böse. Nice. Auf geht's. Auf ihn mit Gebrüll. Ganz einfach. Er kann ziemlich gut austeilen, kann verdammt viel einstecken. Manche Angriffe von ihm werden bitchig scheiße. Oh, fuck, 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 fuck. Ihr Idioten. Ich kann denen aber auch leider keinen Rückzug befehlen. Hm.
Oder kann ich? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ein Luftstoß. Komm schon. Ich habe hier noch zwei Leisten. Anderthalb sogar. Oh fuck, 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 fuck. Ich weiß nicht, was diese Funken jetzt bewirken sollen, aber sie gefallen mir nicht. Komm schon. Der pustet einen immer wieder zurück, verflucht. Los, verdammt nochmal. Fuck, 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 fuck. Nein. Dieser Angriff kann einen sehr schnell umbringen. Mist. Defense ist sehr wichtig hier. Erledigt. Oh. Gut. Also das ist nicht selbstverständlich. Wenn man diesen Angriff mit dieser Feuermauer nicht kennt, dann geht man hier verdammt schnell drauf. Hätten wir den Typ. Boah. Selbst der war nur ein Vorgeschmack. Okay, jetzt geht's da runter. Gruppenability Paraglider erhalten. Aha. Was das denn nur wieder? Ability Gruppe. Beim Gleiten die Viereck-Taste gedrückt halten, um schneller zu fliegen. Aha. Ja, das nützt aber nur was, wenn wir stehen. Jetzt haben wir hier gerade diese Peter Pan-Flugeigenschaft. Da ist das sinnlos. Aber da das ja sowieso keine AP verbraucht. Apropos AP, Donald hat doch welche bekommen. Vier Stück hat er jetzt. MP-Heilung bei Schadenserleiden, ne? Das klingt gut. Gut, der Esprit. Der kriegt sowieso immer viel zu viel auf die Schnauze. Trotzkopf. Die Goofy-Trombe, die kannst du mal ablegen, Goofy. Und mit Trotzkopf bist du besser dran. Geht dem hier nicht so schnell drauf. Gut, da wären wir. Das ist dieses Paragleiter. Man fliegt ein bisschen schneller, anstatt so. Okay. Nächstes Gefecht wird auch heftig. Ja, verflucht nochmal. Caldera-Inneres. Aha. Okay. Das artet jetzt zwar wieder eine Riesenprügelei aus, aber warum auch nicht? Oh. Mieser Anfang. Ein mieser Anfang. Ach, verflucht. Schicken die uns hier erst so einen verfickten Behemot rein. Okay, der kam nicht mal zu seinem Blitzangriff. Aber das war's noch nicht. Oh, oh, oh. Jetzt geht's erst richtig los. Wir müssen so viele Herzlose erledigen, bis irgendwann die Tür frei ist. Dass dabei natürlich auch ein paar Erfahrungspunkte rausspringen, das versteht sich von selbst.
die nächsten. Oh nein. Diese hässlichen Ritter. Nein. Ich rufe mal Naseweiß. Oder Glöckchen. Wie ich sie eigentlich kenne. Die wird uns heilen. Guck noch mal. Komm schon. Es wirkt hier gerade etwas unübersichtlich, aber eigentlich kloppe ich hier auch noch ein bisschen drauf. Okay, und da kommen schon die nächsten. Müsste das Vieh wieder ein aufhalten. Ein Alter, okay. Oh. Der haut ständig ab, das Schwein. Sturmkristall, noch so nebenbei. LP Plus und tragbare Items. Oh, warum nicht? Oh, oh, oh. Okay, diese dämlichen Engel, die sind manchmal ein bisschen sehr nervig. Vor allem, wenn sie abwehren. Okay, wir haben es schon fast. Der letzte Splitter ist schon zu sehen. Gott. Verdammt nochmal. So eine Prügelei macht irgendwie Fun. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte eigentlich, wir hätten es fast. Gut. Nächster. Oh, das war's. Schade, ich hätte noch gern ein bisschen weitergemacht. Oh. Prügel, Prügel, Prügel. Tragbare Items für Sora, okay. Dann würde ich sagen, das wäre noch gut. Noch ein Elixier. Das Final-Elixier sparen wir uns wirklich für den letzten Moment auf. Okay. Final-Elixier. Cool. Keine Ahnung, was das hier für ein Wasser sein soll, aber... Oh Gott. Das hier ist nun wirklich die letzte Tür vor dem Ende, vor dem Abspann. Letzter Ruheort. Ich weiß jetzt nicht, ob man hierher mit dem Gummijet kommen kann, aber ich glaube schon. Überprüfen wir es nochmal. Ich könnte jetzt natürlich... Wisst ihr was? Wir sparen uns den letzten Kampf hier wirklich auf. Wir werden vorher doch noch was anderes machen. So.
Theoretisch ist hier noch was zu erledigen, aber der Hades Cup ist mir immer noch zu blöd. Wir werden in die Stadt Traverse zurückwarpen. Zu Merlin. Die verlorenen Seiten werde ich jetzt doch noch benutzen. Kriegt man nämlich noch ein paar sehr schöne Items. So, Merlins Zimmer. Jetzt haben wir noch gar nicht den Drachen aus Mulan gerufen. Mushu. Gut. Merlin hätten wir da. Okay, hat nichts Besonderes zu sagen. Ich glaube, einen weiteren Esperstein haben wir auch nicht. Nee, nur die 5 verlorenen Seiten. Ich dachte mal, es wären 6. So. Hier hätten wir das Buch. Der 100 Morgenwald ist frei von sämtlichen Herzlosen. Zora ist auch alleine hier. Okay. Die erste verlorene Seite hat hier dieses Holz, diese Holzhütte praktisch erschaffen. Dort ist der Ausgang, der glänzende Kompass. Ja, und sämtliche freie Stellen hier sind noch andere Orte. So. Eine offene Wiese. Wen haben wir denn da? Dummer alter Bär. Schink, 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 schink. Winnie the Pooh. Mir wäre es lieber, wenn es Ted wäre. Hi there. What's wrong? Nothing. I'm just thinking. Oh. I was thinking of how to say goodbye to Pooh. Pooh? Yes. Wait a second. You're Pooh? Yes, I'm Winnie the Pooh. Pooh for short. Who are you? I'm Sora. Oh, hello, Sora. Have you come to say goodbye to Pooh, too? Well, no. Why would I do that? We've only just met. Because everyone's gone away. What do you mean? Well, we all left here in the 100-acre wood. And we'd take walks together. Or play poo sticks. And every day, I'd eat some honey. Oh, just one small smackerel would taste very good right now. But now, everyone is gone. Mm-hmm. All my friends. And my favorite honey tree, too. Everyone must have gone away while I was napping, I think. So, who knows? Maybe I shall end up going away somewhere as well. But I wonder, how do I say goodbye to myself? Think, think, think. Oh, my tumbly is getting rather rumbly. Okay. 100 Morgenwald. Ich habe mir Winnie Pooh tatsächlich als Kind, weiß nicht wie alt ich da war, 6 oder 7, da habe ich das wirklich gesehen. Ach, Mithraerz. Okay. Gut, hier können wir jetzt nichts weiter machen. Wir haben Winnie Pooh kennengelernt. Moment, können wir ihm. Nee. Folgen ist nicht. Man kommt automatisch zurück zur Karte. Gut, und ich würde sagen, die zweite Seite, die wir schon haben. Wo auch immer die. Ah, hier. Das hier müsste Winnie Poohs Haus sein. Das werden wir als nächstes betreten, aber natürlich erst in der nächsten Folge. Das heißt, bis dahin. Tada!